Ja, hallo Poschi, manche sagen ja auch Andrea Poschenrieder zu dir. Du bist jetzt als ESV-Eigengewächs schon lange am Ball, aber zum ersten Mal im Drittligakader. Was ist das, oder was bedeutet das für dich? Das ist eine große Ehre für mich. Ich habe mich gefragt, ob ich mittrainieren möchte. Und ja, ich möchte einfach mein Bestes geben, mich weiterentwickeln und vielleicht ein bisschen Erfahrung sammeln im Drittligakader und bei den Spielen. Du hast bisher immer in der Landesliga gespielt und in der Bayernliga. Was ist denn der Unterschied zur dritten Liga? Es geht alles viel schneller, die Würfe kommen ja auch fester und man muss viel mit der Abwehr zusammenarbeiten. Das ist in der Landesliga eigentlich auch, aber in der dritten Liga noch viel mehr, weil eben die Spielerinnen ja viel geschulter sind, technisch besser als man. Jetzt hast du ja in der Vergangenheit schon immer mittrainiert und kennst auch viele Mitspielerinnen aus der Jugendbundesliga, aus gemeinsamen Zeiten bei der Damenreserve oder auch eben aus den Trainingseinheiten. Welchen Faktor spielt das nochmal für dich besonders, dass man halt viele bekannte Gesichter sieht? Ja, es macht viel, viel mehr Spaß, wenn man sich schon kennt. Man kann viel miteinander rumflaxen, man hat die eine oder andere Geschichte schon miteinander erlebt. Das ist besser, wie wenn man sich gar nicht kennen würde. Okay. Bist du ja, man sieht es in deiner Bräune, bekannt für deine Pool-Vorliebe zu Hause. Jetzt musst du durch die Drittliga, hast du da weniger Gelegenheit dazu? Spielt das irgendwie eine Rolle in deiner Sommerplanung? Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja Student, ich habe jetzt zwei, also kann ich vormittags schon braun werden und dann abends trainieren. Das kann man schon so einpendeln, dass es passt.